Yo Leute, Stromax meldet sich zurück mit einem weiteren Let's Play, beziehungsweise mit dem ersten Let's Play. Wie ihr sehen könnt, FIFA 13, jawohl. Und wir sind jetzt hier gerade bei der Teamauswahl und ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Teams ich nehmen soll. Also, die Auswahl fällt mir echt schwer. Ich könnte hier zum Beispiel Dortmund nehmen, den aktuellen Meister, aber ich weiß es nicht. Ich würde aber auch gerne irgendeinen Verein aus der zweiten Liga nehmen. Und damit dann, falls wir soweit kommen, aufsteigen. Ja, genau, wir machen das einfach so. Wir nehmen. Jojo. wen nehmen wir denn? SSV Jahn. Den Verein kenne ich gar nicht, Mann. So ein der Scheiß. Ich glaube, wir nehmen mal den ersten FC Köln. Profi passt schon. 5 Minuten. Die nehmen wir natürlich Mittel. Waldstadion ist noch von mir. Nein, nein, nein! Verdammt, der Naht. Stromax, jawohl. So schaut's aus. Nein, ich komme nicht aus England, ich komme aus Deutschland. Hemd und Schlips, Quatsch. Wir nehmen Jogginganzug. Hautfarbe hell, jawohl. Weiter geht's. Erster FC Köln beruft Stromax als neuen Chef. Jawohl. Ich wollte schon immer mal ein Chef sein. Ich bin so aufgeregt. Nein, nicht wirklich. Um gleich die Frage zu beantworten, wie oft wirst du ein Let's Play FIFA bringen? Ich probiere es so zu machen. Ein Tag, sagen wir, mittwochs habe ich Fußballtraining. Lasst mich kurz überlegen. Ich probiere Freitag, Samstag und Sonntag Videos zu bringen. Die können wir überschreiben. Und zwar Freitag FIFA 13. Samstag Driver San Francisco und Sonntag Black Ops 2 die Kampagne. Das probiere ich jetzt erstmal so hinzubiegen. Ich hoffe, es wird nicht immer klappen, das ist klar. Weil am Wochenende habe ich auch manchmal Wichtigeres zu tun, aber dann, da ich eigentlich sehr früh aufstehe, werde ich dann, denke ich mal, die Videos schon früh morgens machen. Sagen wir, ich gehe Samstag irgendwie auf eine Party oder so abends. Dann werde ich am Samstagmorgen, sobald ich nicht zu müde bin und sobald ich keine Lust habe, wirklich keine Lust auf YouTube habe, dann werde ich natürlich keine Videos machen. Aber wenn mir der Sinn dazu ist, dann denke ich mal, werde ich ein schönes Video raushauen. Wie gesagt, das könnt ihr euch notieren oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Schreibt euch irgendwie auf. Falls ihr... Ich weiß ja nicht, was ihr sehen wollt. Deswegen nehme ich 3 unterschiedliche Spielekategorien. Einmal hier FIFA 13, wie ihr gerade sehen könnt. Dann werde ich gleich, glaube ich, auch noch mit Driver San Francisco der ersten Szene anfangen. Und Sonntag... Also ich nehme das Video jetzt gerade am Freitag auf. Oder beziehungsweise es wird für Freitag, genau. Aufnehmen tue ich es gerade heute den 14. Werde es dann Freitag hochladen. Und am Samstag wird dann Driver San Francisco kommen. Egal. Und Sonntag Black Ops 2 die Kampagne. Die muss ich jetzt erstmal nochmal durchspielen, damit ich überhaupt weiß, worum es geht. Deswegen wird das jetzt auch erst nochmal später kommen. Oh, ich liebe meine HD-PVR, sie leuchtet so geil grün. Uhuhu. Und wir kommen auch gleich schon zum ersten Testspiel gegen, lasst mich sehen, Lukas Kübler. Hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen und geben mir ein wenig Spielzeit. Mal gucken, was sich einrichten lässt. Köln gegen, Mann, gegen Vercelli, jawoll, Vercelli, sehr nice. Sehr nice. Wen haben wir denn hier noch? Ich kenne Köln gar nicht so gut.
Strubbel, jawohl, Strubbel. Ich entschuldige mich, dass ich gerade so oft räuspern muss. Wir lassen einfach mal die Mannschaftsaufstellung so. Und ja, ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal ins erste Spiel rein. Jawohl. Diese Übung ist... Ja, natürlich, alles klar. Ich habe keine Lust. Baf, jawohl. Zum Spielen Starttaste drücken. Wird erledigt, Chef. La 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 la. Jawohl. Schönes Passspiel, jojo. Frank Buschmann, grüß dich, alte Säge. So, Vercelli war der Gegner gleich nochmal? Ich bin nicht der beste FIFA-Spieler. Tut mir leid, aber ich hab sonst keine interessanteren Spiele mehr, deswegen. Oh mein Gott, wenn ich jetzt schon das erste Gegentor kassiere, wäre das eine richtige Blamage. Ich habe keine weiteren Spiele, die ich so bringen kann. Deswegen werde ich einfach. Ich hoffe, ich werde nicht so abscheißen, aber ich probiere in die erste Liga dann aufzusteigen mit dem Köln, 1. FC Köln jetzt hier. Ich spiele auch selber Fußball, aber ich guck's nicht mehr so oft. Früher habe ich's immer jeden Samstag, 18 Uhr. Wer kennt das nicht? Sportschau läuft, jawoll! Und oh mein Gott, der ist noch im Spiel. Ach, oh mein... oh Mann. Wer kennt das nicht? 18.10 Uhr, Sportschau, jawoll! Wir haben's doch alle schon geguckt. Also ich muss sagen, bis jetzt macht mir YouTube echt Spaß. Was für ein Doppelpassspiel und schick ihn. Jawohl, lauf, lauf, lauf. Lauf, Forrest. Und zurückziehen. Schlingelmann. Ah, verdammt, Johe. Tut mir leid, dass ich den Spruch genommen habe gerade. Jojo, ich bin ja mal gespannt. Schießen wir das erste Tor oder schießen die das erste Tor? Ich glaube eher so, wie das im Moment aussieht. Das geht nur in meine Richtung gerade. Aber 14. Minute, da geht noch was. Ganz ehrlich, wie ihr seht schon, ich bin nicht der beste Spieler. Und irgendwie ist mein Online-Pass auch weg. Keine Ahnung warum. Ich habe mir den gekauft, geholt, aber der ist jetzt irgendwie wieder weg. Oh mein Gott, kann das das erste... Oh mein... Oh, Lupf, oh, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Mann! Headset wieder richten. Jetzt schieß! Flau im Gesicht, ey. Tut mir leid, wenn ich euch zu viel Scheiße erzähle, aber... Ich hab grad nichts Besseres zu tun. Freundin ist bei der Feuerwehr, kann man nicht telefonieren, echt so eine Scheiße. Und wer? Mann! Das kann doch nicht sein! Oh, Leute, es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid. Ich hoffe, ich kann hier noch was ändern. Aber ich kenne den Verein noch nicht, Vercelli. Wer ist der? Oh, meine Güte. Jetzt komm. Och, schieß doch einfach. Oh, Mann. Ich denke mal, das Video wird jetzt so 25 Minuten gehen ungefähr. Hoffe ich mal. Ich will nicht, dass ich hier so ein 30 Minuten Video hinklatsche. Sieht sich eh kein Schwein an. Und jawoll, helft den Gegnern. Geile Scheiße, Mann. Leute, liebe Zuschauer, es tut mir echt gerade wirklich leid. Ich habe euch gesagt, ich bin nicht der beste FIFA-Spieler, aber dass ich jetzt so schlecht abschneide, hätte ich nicht gedacht. Komm jetzt. Och, wo... Oh. Verdammte Naht. Ja, tut mir leid. Beschwer dich nicht über meine Schusshaltung. Ich beschwer mich ja auch nicht über deinen Kommentierstil, du Schlingel, du. Oh, Mann. Ich bin echt gespannt, wie das mit meiner YouTube-Laufbahn wird. Ich freue mich echt schon drauf. Wenn ich jetzt das 3-0 kassiere, ne? Dann wäre hier jetzt aber vorbei gewesen. Hätte ich gleich meine Xbox umgetreten. So. Hier. Den. Jawoll. Jetzt lauf. Kretschen um.
Verdammte Naht, Mann. Fantastischer Pfanne. Schlingel. Oh mein Gott, ich benutze das Wort zu oft. Jetzt schieß, jetzt schieß! Mann! Was kannst du eigentlich? Da ist er, jawoll! 2-0, ey. Ich krieg hier eine Klatsche. Und die erste Halbzeit ist noch nicht mal rum. Oh Mann. Ah. Ich kann echt so viel Scheiße erzählen. Man denkt, dieses Kommentieren ist echt leicht. Das habe ich. Ich habe das. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das am Anfang auch gedacht. Ah, kommentieren, was dabei so schwer. Aber wenn du einen Fehler machst, dann kannst du das Video gleich in die Tonne treten. Jetzt lupf! Oh, Mann! Also, so ist das bei mir zumindest. Wenn ich bei dem Video irgendwas falsch mache, irgendeine Scheiße laber, oder? Ich gucke mir ja auch andere ich gucke mir auch andere YouTube-Videos an. Und wenn ich mir die dann angucke, dann benutze ich auch manchmal die Wörter in meinen Videos von den anderen. So wie hier jetzt verdammt Johe von Ellotrix. Das tut mir echt leid. Deswegen, dann kann ich das Video gleich in eine Tonne treten. Aber jetzt hier mache ich ja ein Let's Play. Da kann ich das Video nicht so einfach. Oh mein Gott! Was für ein Ding! Matuschik! Nice, very nice! Guckt euch das Ding an! In den Winkel! Und Leute, ich glaube, da ist wieder alles offen. Sehr nice. Also, ihr seht, ich bin nicht der Schlechteste. Doch, eigentlich schon. Oh mein Gott, oh mein. Oh. Halbzeitstand 2-1. Verdammt den Hart. So, wie lange nehme ich jetzt schon auf? 12 Minuten fast. 12 Minuten, ja, 12 Minuten. Nee, wir rennen nicht gleich nach vorne, wie ich sonst immer mache. Ich probiere hier auch ein bisschen taktisch zu spielen, aber irgendwie klappt das nicht so, wie ich will. Ich liege hier hinten, ey. Oh Mann. Also wie gesagt, nochmal zu den Kommentieren. Man denkt, ja, kommentieren ist ja nichts Schwieriges dabei. Ganz ehrlich, probiert das mal aus. Das ist. Ich habe auch am Anfang wirklich gedacht, ach, nicht schwer, das schaffe ich mit links. Und ich weiß nicht, bestimmt schon 12, 20, 12, bestimmt schon 20 Videos einfach so mal in die Tonne getreten. Jetzt komm, komm! Jawohl! So leicht geht das! Bam! Jawohl! Leute, alles wieder offen, 2 zu 2! Geil! So schnell kann sich ein Spiel drehen, innerhalb von. Wie lange ist das jetzt her? 45? Egal, von 6 Minuten. Nice. Das ist auf Profi, ne? Das ist auf Profi. Ich will nicht, dass ihr irgendwie schreibt, ja, du spielst auf Amateur, du bist so schlecht. Nee, nee, Leute, ich spiele auf Profi. Und krieg das nächste Gegentor. Es kann nicht sein, Mann. Ich hab keinen Bock, gleich beim ersten Spiel eine Klatsche zu kriegen. Ah. Ja. Also wie gesagt, probiert das Kommentieren mal aus. Das ist gar nicht so leicht. So, komm, jetzt flank rein. Wozu hast du deinen Kopf, Mann? Du würdest den auch vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Meine Güte. Jetzt, lauf, 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 lauf. Ich will jetzt nicht rassistisch rüberkommen. Naja, lassen wir das einfach. Wir verkneifen uns den Spruch. Ja, nee, im Moment ist nicht der Ballbesitz für den FC. Du Honky Kong. Los, los. Mann. 61. Minute, ey. Und ich krieg hier gleich mein nächstes Gegentor. Lieber nicht. Jetzt juckt's mich, jetzt kann ich auch nicht. Oh. Ja, Spiel zum Torwart. Der macht dann einen schönen Fehler und ich krieg dann den Ball. 14 Minuten? Mensch, ist ja schneller, als ich erwartet habe. Liegt da dran, weil ich. Naja. Ich habe schon mal probiert, ein Let's Play FIFA zu machen, aber ohne Headset. Das wäre ein bisschen doof. Aber naja. Jetzt. Oh, Alter, das wäre ein schönes Ding. Das wäre nice gewesen. Nice, nice, nice. Jawohl. Jetzt. Mensch! Ja, nee! Mann!
Los. Los, los, los. Leute, wenn ich jetzt hier gleich eine 4-2-Klatsche krieg, ne? Ist schon schlimm genug, dass ich überhaupt eine Klatsche krieg. Jetzt kommt nach vorne stürmen. Ihr schafft das, ihr schafft das. Ich hab euch nicht umsonst ausgewählt. Jawohl, jawohl. Lauf, 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 lauf. Jawohl. Schön. Schön so. Jetzt. Und der ist drin. Oh, Jesus. Wuhuhui. Da ist der Au-U-Us gleich. Tralalalala. Jawohl, Leute. Ich weiß, ich bin ein bisschen abgedreht im Moment, aber hier, guckt euch das Ding an. Wunderschön. Warum der Torwart nicht rauskommt. Also ich wäre rausgekommen, ich bin ja Torwart, ich wäre rausgekommen. Hätten da gediegen mit der Faust weggeklatscht den Ball. Aber naja. Wehe, wehe. Oh. Hier, komm, wir schießen den mal an. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Ich hab den Typen, der stand vor mir und ich hab ihn angeschossen. Und der Ball fliegt zurück und fliegt in mein Tor. Wisst ihr, wie ich mich da aufgeregt habe? Das war dann wahrscheinlich, das war dann auch noch in so einem Pokalfinale oder so. Da lag ich in Führung und hab dann irgendwie noch im Ende im Elfmeterschießen verkackt. Teamwechsel, also ich wechsle nicht so oft. Falls ihr irgendeinen Spieler mal sehen wollt, dann müsst ihr mir das sagen, dann wechsle ich den ein, aber ich glaube, das wollt ihr eh nicht. Komm, Gretsch, jawoll, schön ins Knie, schön auf die Knochen, du Schlingel. Und das gibt doch einen Freistoß, ich sehe es doch schon. Ah, Glück gehabt. Immer auf die Knochen, wie wir es gewohnt sind. So, jetzt gucken wir mal. Nehmen wir den mit. Los, lauf, 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 Bitch, lauf, Bitch, lauf, Bitch. Bachelor, Bitch. Bam! Jo. Sowas nennt man dann natürlich Präzision in Perfektform. Oh Mann. So, dann werde ich gleich das ne, Driver San Francisco Ding aufnehmen. Let's Play. Oder vielleicht auch. Ey, nein, nein, nein! Oh! Vielleicht auch Black Ops 2, die Kampagne. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, was ich gleich machen werde. Ich muss die Zeit irgendwie rumkriegen. Um halb kommt meine Freundin wieder. Ja, so schaut's aus. Ey! Immer auf die Knochen, du Schlingel. Tut mir leid, dass ich das so oft sage, aber ist in letzter Zeit mein Lieblingswort. Jetzt komm, Eichner! Los, los, los! Los, 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 flank! Nee, geht nicht ins Tor. Eine Minute Nachspielzeit. Eine Minute. Mann! Ich sehe schon, das erste Spiel geht unentschieden aus. Wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert. Aber bei meinem Glück passiert bestimmt wieder. Ah nee, der läuft genau in meine Grätsche rein, der Schlingel. Und ja! Schlusspfiff 3 zu 3, meine Damen und Herren. Jojo. 9,7 der Wäsche. Hier nochmal die anderen Ergebnisse. Dresden, Kielce 3-1. Juno und Berlin. Unentschieden bei Einstein von Stromax. Ja, denke ich auch. So, jetzt machen wir schon mal bis zum nächsten Spiel. Simulieren wir schon mal bis zum nächsten Spiel. Erster FC Köln ist ein Aufstiegskandidat. So sehe ich das auch. So. Simulieren mal bis zum nächsten Spiel. Dann speichern wir ab. Hamsik. Ja, den will ich auch bald verpflichten. So. Also von mir gibt es jetzt erstmal nichts mehr zu sagen. Ich gehe jetzt schön gediegen auf Speichern und nehme jetzt mal das Black Ops 2 Gameplay auf. Würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut da rein!